Was geht ab, Medi-Heroes? Willkommen zu einem brandneuen Video. Wir haben heute einen speziellen Gast bei uns, den Dale vom Kanal Dale Keentopf. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, moin moin Medi-Heroes. Ich bin Dale Keentopf. Ich habe schon seit 2017 den YouTube-Kanal und studiere jetzt seit letztem Jahr Sommersemester auch Medizin. Das heißt, ich bin jetzt gerade mit dem zweiten Semester durch und dementsprechend haben Misha und ich gedacht, es wäre doch ganz lustig, da nochmal was zusammen zu machen. Zumal wir schon mal vorher was zusammen gemacht haben, vor einiger Zeit. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das war letztes Jahr, oder? Da könnt ihr, wenn Ich ihr Interesse glaube, habt, es ist wenn ihr schon länger Interesse, her, zwei wenn ihr Jahre oder Interesse habt, so. schaut mal auf den Kanal vom Dale rein. Wir haben uns überlegt, dass wir heute mal so ein Video machen zum Thema einerseits Corona, also weil der Dale ist jetzt gerade im zweiten Semester, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und da kann euch ein bisschen was erzählen, wie das, wie er das selber erlebt hat. Also was hat sich da wirklich gravierend verändert, vielleicht in der Uni? Und vor allem, was ich glaube ich ein sehr wichtiges Thema finde, weil mich da wirklich sehr viele Medizinstudenten angeschrieben haben, ist das Thema Konzentration. Also was mache ich eigentlich, wenn ich in so einem ganz kleinen Zimmer alleine drin hocke? Da ist die Küche da, da ist die Couch da und ich muss auch für ein Examen lernen. Also was da vielleicht für Möglichkeiten gibt, weil ich persönlich bin einfach aus diesem Thema raus. Ich bin halt einfach jetzt mittlerweile Arzt und bin in der Klinik, habe diese Probleme eigentlich nicht mehr so. Aber der Dale ist da ja mittendrin. Ja, du hast recht. Also ich bin mittendrin und so mittendrin, dass ich eigentlich auch gar keinen Vergleichswert habe, weil ich halt tatsächlich angefangen habe, mit Corona zu studieren. Das heißt, ich hatte irgendwie vorher gar kein normales Studium, sage ich mal so. Also nicht das klassische Studieren vor Ort, sondern ich habe halt nur diesen Erfahrungswert des digitalen Studiums quasi. Und so war quasi auch der Großteil jetzt. Deswegen, ich hoffe, ich kann da ein paar Einsichten teilen oder ein paar Meinungen beziehungsweise Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber ich habe eben auch nicht diesen Vorher-Nachher-Effekt, dass ich sagen könnte, okay, das hat sich jetzt so und so verändert. Ich weiß einfach noch nicht, wie es ist zu studieren, wenn man auch die Möglichkeit hat, irgendwie lokalen Unterricht wahrzunehmen oder so. Aber du bist ja jetzt im normalen Studiengang, das heißt, du bist nicht im Modellstudiengang. Das Genau. heißt, du hast eigentlich auch ganz viele Naturwissenschaften über die ersten Semester, also ganz normal. Und Ja. wie läuft es da jetzt eigentlich mit den Praktika? Weil bei mir war das ja so, dass wir halt wirklich immer Präsenzunterricht quasi hatten, wo wir reingekommen sind, irgendwelche Experimente gemacht haben. Wie läuft das jetzt eigentlich zu Corona-Zeiten? Ja, also im ersten Semester hatten wir die Praktika alle so in Videoform. Da hatten wir dann auf unserer Lernplattform so Textinhalte, die man durchgehen konnte. Und dann kam mal ein Videoinhalt zwischendurch, wo was gezeigt wurde. Also die Uni gibt sich da auf jeden Fall schon große Mühe, das so anschaulich wie möglich zu machen. Aber das ist halt einfach sch schwierig, wenn man sich so Sachen wie, keine Ahnung, eine Pipette oder so nicht selbst in die Hand nehmen kann oder bestimmte Messinstrumente nicht selbst kennenlernt. Das ist auch so eine Sache, wo ich glaube ich, ja, also wo es glaube ich schwierig werden könnte Richtung Physikum, wenn man die ganzen Experimente nicht selbst gemacht hat, sondern nur diesen Erfahrungswert hat von, ich habe das gesehen, gelesen und dann eben auch das Praktikumsskript dazu geschrieben quasi. Also das haben wir auch, aber es ist halt eine reduzierte Version davon. Also ich würde auch sagen, der Lerneffekt ist da auf jeden Fall geringer als jetzt, wenn du selbst irgendwo im Labor stehst und irgendwas selber machen kannst. Und ja, so lief das jetzt mit den Praktika. Ich hatte, also im ersten Semester waren die alle asynchron. Und jetzt hatten wir im zweiten Semester auch teilweise synchrone Live-Meetings, wo wir dann, weiß gar nicht, 6, 7 Stunden oder so zusammen halt im Zoom waren. Und dann hatten wir ein Praktikumsskript mit allem, was dazugehört quasi, wie das Praktikum quasi durchgeführt wurde. Und wir waren dann quasi primär die Auswerter der Daten, sage ich mal. Also haben dann halt Datenauswertung gemacht, Interpretation und solche Sachen. Ja, also aber wenig selbst, beziehungsweise gar nicht selbst jetzt irgendwie im Labor stehen, selber arbeiten. Das finde ich ziemlich schade, aber gut, man kann da halt nichts machen. Ja, aber wir hatten den Prep-Kurs, den hatten wir tatsächlich lokal unter besonderen Bedingungen. Also wir hatten dann auf jeden Fall wesentlich weniger Prep-Zeit als normal ist, weil wir halt so ein bestimmtes System hatten. Also kleinere Gruppen und größere Aufsplittung quasi über den Tag.
Ja, und von daher auch gekürzt, aber das war auf jeden Fall schon mal eine lokale Erfahrung, die Spaß gemacht hat. Wie lief das jetzt mit der Prep-Zeit? Also sprich, wie viele Personen waren dann an, ja, an einer Leiche dran? Ja, wir waren zu fünft und wir waren dann, ich glaube, immer 3 Stunden zusammen an einem Präparat und hatten so ein bis zweimal wöchentlich Termine. Okay. Also nicht super viel. Wir hatten, ich glaube, von Anfang Oktober bis Ende Dezember hatten wir halt den Prep-Kurs. Also dementsprechend kann man sich dann hochrechnen, wie oft ich im Prep-Saal stand, sage ich mal. Aber das war auf jeden Fall schon cooler, als es nur in Videoform vor sich zu haben. Ja, also. Wie liefen dann eure Prüfungen jetzt zum Beispiel in Anatomie speziell? Also habt ihr nur schriftlich das Ganze gehabt oder hattet ihr auch wirklich mündliche Prüfungen an der Leiche per se, wo ihr dann den Nerv zum Beispiel finden müsst oder den Muskel mal zeigen müsst? Kannst du das nochmal wieder jetzt? Das hat gerade ein bisschen Okay. gehakt bei mir. Ich wollte wissen, ob ihr, wie das mit den Prüfungen in Anatomie lief. Also sprich, hattet ihr nur schriftliche Prüfungen oder war das so, dass ihr wirklich auch mündlich an der Leiche standet und dann auch tatsächlich mal den Nerv finden musstet, um den zu zeigen? Oder war das Ja, auch alles komplett? mündlich. Also wir Auch. hatten zwei schriftliche, ein schriftliches zum Anfang, zum Bewegungsapparat und am Ende dann eins zu Kopf, Hals und Innere und dazwischen halt dann drei mündliche zu Bewegungsapparat, Innere und Kopf, Hals. Okay. Was hast du jetzt für Fächer alles gehabt bisher? Also im ersten halt Biologie, Chemie, Physik, Anatomie. Terminologie. Überlege gerade, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Und im zweiten Biochemie, Anatomie und medizinische Psychologie und Soziologie. Okay. Genau. Das war's, glaube ich. Also in Bio hattet ihr auch der Menevetek auch keine wirklichen Präsenzpraktika und haben die irgendwelche Experimente euch zum Beispiel in Chemie mal vorgeführt oder irgendwie oder war das alles komplett nur Ja, genau. Skript? Also das waren halt diese Praktikums, also was ich meinte mit diesen, wir hatten auf unserer Lernplattform eben dann so quasi so schrittweise die Module aufgebaut und dann hattest du erst quasi einen Textabschnitt, dann hast du weitergeklickt, dann kam ein Video, wie was gezeigt wurde, Ja, wie was okay. gemacht wurde. Ja, und dann hast du dich da so durchgeklickt und hast eben so ein bisschen das Praktikum verstanden, schrittweise. Okay, verstehe. Ja, aber bei uns war Bio damals so die erste Schockerfahrung für ganz viele, weil wir an Mäusen gleich operieren durften. Oh, krass. Und das ist ja der Ja, Punkt, das. der Punkt war der, die waren halt nicht eingelegt, wie das halt im Prep-Kurs ist, sondern die haben halt wirklich, muss man ehrlicherweise, nach Tod gerochen. Ah, Das ja. ist für viele schon ganz schlimm gewesen. Wobei das, ich habe gehört auch, dass es das in vielen Schulen auch gemacht wird, dass man tatsächlich da auch schon mal Mäuse spaltet. Okay, ja. Ich hatte ähnliche Erfahrungen. Also im Biologieunterricht in der Schule macht man ja teilweise solche, so, keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal auch. Weiß nicht, Rinderaugen oder Kuhaugen oder so, sowas, aber ja, das kann ich mir vorstellen, dass das für einige auf jeden Fall schwierig ist. Wie lange ist bei dir jetzt eigentlich die Schule schon her? Weil du hast ja zwischendrin noch mal was anderes gemacht. Ja, 2016 habe ich Abi gemacht, glaube ich. Okay. Also knapp 4 Jahre nach meinem Abi habe ich dann angefangen zu studieren. Okay, und du hast dann quasi auf den Platz gewartet oder wie bist du jetzt eigentlich ins Studium reingekommen? Genau. Also ich hab 2017 dann den TMS gemacht und dann habe ich halt, ich habe 2017 auch den YouTube-Kanal begonnen, also das so richtig ernst zu nehmen, weil ich habe davor immer schon so ein paar Videos mal hier, mal da hochgeladen, sage ich mal. Aber da habe ich mir dann vorgenommen, dass ich das einfach mal ernsthafter angehe quasi und guck, was passiert, wenn man da mal regelmäßiger was hochlädt. Ja, und dann, also, dann habe ich halt 2017 auch den TMS geschrieben und von da an mich eigentlich beworben. Genau. Und dann hat es jetzt halt 2020 gut gepasst. Okay, und hattest du in der Schule schon den Plan, dass du sagst, du willst in Richtung Medizin gehen oder kam das dann irgendwann mit dem Nee. YouTube-Kanal erst? Ja, leider nicht. Also, leider hatte ich das tatsächlich noch nicht. Ich hatte auch bei weitem noch nicht diese Begeisterung für Naturwissenschaften und so, die ich jetzt habe. Was ich irgendwie echt schade finde, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, irgendwie zu meiner Motivation in der Schulzeit da Leistungen zu bringen, sage ich mal.
Ja, also das war leider noch nicht so da, aber das hat sich dann entwickelt, weil ich eben schon im Abi als Trainer gearbeitet habe. Und so kam dann auch langsam dieses Interesse für Anatomie und so weiter. Und dann habe ich gedacht, gut, wo könnte ich jetzt am meisten noch über den Körper lernen, in welchem Studiengang? Dann ist der erste Gedanke halt Medizinstudium gewesen. Habe dazwischen halt auch noch überlegt, ob es vielleicht Physiotherapie werden könnte oder Sportwissenschaften, aber letztendlich war dann immer so der Plan Medizinstudium. Also im Endeffekt hat sich dein Interesse, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, dadurch entwickelt, dass du die Theorie schon bis zu einem gewissen Grad ja sowieso quasi in der Schule auch mal angeschnitten bekommen hast, aber du hast dann die Praxis gefunden und dann hast du endlich mal verstanden, quasi wofür du eigentlich die Theorie gelernt hast vielleicht. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, dass sich daraus entwickelt hat? Vielleicht kann man das sagen, ja, vielleicht auch aus einem, auf jeden Fall aus einer sportlichen Begeisterung her, weil ich mich auch, also ich erinnere, dass mit 13, nee, mit 14 habe ich mich am Knie verletzt und da habe ich halt begonnen, so mich so richtig mit Training und Krafttraining und so zu beschäftigen und gemerkt, dass da einfach, ja, dass es halt, dass spannend ist zu wissen, was da so passiert mit dem Körper und wie man das dann auch die Anpassung maximiert durch das Training und so. Und da, ja, da, so hat das, glaube ich, ein bisschen begonnen. Okay, ja, klingt gut. Okay, jetzt mal vielleicht ein bisschen wieder näher zum Thema. Was hast du im Endeffekt, also was kannst du für Tipps geben, also wie man jetzt in dieser Corona-Zeit, wenn man, sagen wir mal, eigentlich überhaupt auch ja, die Unterstützung auch vielleicht auch nicht von der Community hat? Ich glaube, ich weiß nicht, wie wichtig das für dich jetzt ist. Du bist ja schon ein bisschen älter eingestiegen, das Studium. Das heißt, da wird man, wenn man erwachsener wird, habe ich das Gefühl, da kommt man selber selbstständiger zurecht. Ich glaube, viele Erstsemester, wenn die halt jetzt mit 19 oder mit 18 einsteigen, die sind schon darauf angewiesen, dass da noch ein paar Leute um die herum sind, die, mit denen sie ihr Leid so bis zu einem gewissen Grad teilen können und mit denen sie zusammen zum Beispiel sich motivieren können, dass sie, ja, dass sie überhaupt das Zeug bewältigen können, weil es ist schon sehr viel Stoff. Zumindest habe ich das so erlebt. Am Anfang hat es einen ziemlich erschlagen. Ich weiß nicht jetzt, wie es bei dir war. Ja, klar, also es ist einfach viel. So, ich meine, irgendwo rechnet man natürlich damit, weil man hört es halt von jedem so, okay, das wird halt viel Stoff. Von daher dachte ich mir halt, gut, habe ich jetzt auch mit gerechnet, so. Habe ich erwartet, von daher ist es in Ordnung. Aber also das ändert nichts an der Tatsache daran, dass es halt schon viel ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Wie hast du dir jetzt in deinem häuslichen Umfeld, ich weiß jetzt nicht, wie du wohnst, bei mir war das so, dass ich wirklich in einem ganz kleinen Zimmer eingesperrt war, als ich damals studiert habe. Das heißt, das würde ich mir jetzt heute erst einen Horror vorstellen, da jetzt wirklich mich auf ein Examen vorzubereiten. Weil jetzt aktuell habe ich aber auch die Möglichkeit, einfach ins Büro zu gehen. Das hatte ich halt damals nicht. Ja, ich habe den Luxus einer Einzimmerwohnung, die 28 Quadratmeter hat. Also ich Okay. meine das ernst mit Luxus von, Ja. also ich glaube, ich habe im Vergleich mit anderen Studenten relativ viel Platz hier in meiner Wohnung, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viel so ein durchschnittliches so Studentenwohnheimzimmer hat, aber ich weiß nicht, sind das 6 Quadratmeter oder Ja, so so? Also drei, das sind. so 13 hatte meins oder so, glaube ich. Okay, ja. Also schon Also klein. ich glaube, ich habe schon ein bisschen mehr Platz, was das angeht. Aber das ist natürlich auch nicht jetzt wahnsinnig. Ich habe nicht mein Westflügel, in den ich gehen kann. Aber hast du selber so Probleme gehabt, dass du sagst, okay, keine Ahnung, ist bei mir zum Beispiel so, dass ich relativ schwer das mir getan habe, immer neben meiner Couch oder neben dem Bett damals halt im Endeffekt und gleichzeitig neben dem Kühlschrank gleichzeitig zu lernen, weil man war so quasi in der Mitte saß. Ich meine, eine Einzimmerwohnung, 28 Quadratmeter ist jetzt, ich weiß nicht, ob die Küche abgetrennt ist, ist dann Bisschen. halt trotzdem so, dass man irgendwie ein bisschen eingequetscht sich fühlt vielleicht. Also stelle ich mir das vor. Ja, jein. Also ich komme tatsächlich sehr gut klar mit der Situation, muss ich sagen. Also ich finde es auch tatsächlich echt relativ angenehm, so einfach mein Tagesrhythmus zu haben und jeden Morgen um 6:30 Uhr aufzustehen, mich fertig zu machen und dann halt so meinen Lernalltag durchziehen zu können. Von daher habe ich da jetzt irgendwie wenig Probleme mit, dass ich super abgelenkt bin.
Ja, aber also ich kann das auf jeden Fall sehen, dass das ein Problem sein könnte, wenn man da leicht abgelenkt ist. Ist natürlich, also bei mir war das jetzt so im zweiten Semester, dass ich, also ich würde sagen, man lernt jetzt auch momentan noch sehr viel dazu, wie man überhaupt richtig gut lernt und was so effektive, ich meine jetzt nicht nur einzelne Lernstrategien sind, aber auch so was so generell das Lernumfeld angeht und so kleinere Sachen, die man halt im Prozess quasi lernt. Und bei mir war jetzt das Ding, dass ich einfach irgendwann mal die Pomodoro-Lernmethode ausprobiert hatte und dachte, gut, irgendwie finde ich das nicht so nice, so 25 Minuten und dann 5 Minuten Pause, weil ich denke, ich könnte eigentlich auch noch weitermachen und ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, ich geht auch ohne besser und länger und so vielleicht effektiver, aber da habe ich jetzt in diesem Semester wieder quasi das nochmal ausprobiert mit so einem 50 zu 10 Intervall und gemerkt, dass das sehr cool war, weil ich gemerkt habe, wenn ich es ohne das gemacht habe, dann habe ich eher mal gesagt, okay, jetzt will ich mal gerade, keine Ahnung, meiner Freundin schreiben auf dem Handy oder so und jetzt gucke ich mal kurz aufs Handy und dann sind es halt auch eher mal 20 Minuten geworden, weil dann noch andere Nachrichten auf dem Handy waren oder keine Ahnung, dann ist man auf Instagram oder was auch sonst so passiert. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Pomodoro-Intervall super gut ist, um zu sagen, okay, ich mache jetzt 50 Minuten wirklich meine Lernphase. Dann gongt es quasi, dann schallt der Gong. Und dann kann ich 10 Minuten ans Handy, aber wenn dann der Gong wiederkommt, dann gehe ich auch wieder zurück an den Arbeitsplatz. Und das habe ich dann auch, als ich gemerkt habe, dass das gut funktioniert, so habe ich das halt auch dann, keine Ahnung, beispielsweise meiner Freundin gesagt, wenn ich ihr dann geschrieben habe in der Pause, so, wenn ich, ja, ich muss jetzt wieder los, der Gong hat geklingelt, so. Ja, und von da, also das hat zum Beispiel sehr gut geklappt bei mir, oder sehr gut geholfen, würde ich sagen, jetzt dieses Semester. Ja, da habe ich die Erfahrung auch ähnlich gemacht. Bei mir war das so, dass ich dann halt irgendwann gerne mal einfach zu lange Lernphasen am Stück gemacht habe, dass ich gesagt habe, ach komm, es geht noch ein bisschen was und das Thema machst du noch fertig. Und dann war meine Erfahrung dann, dass man irgendwann im Gehirn quasi das Gefühl hat, man so völlig durchgebrannt ist. Und dann braucht man deutlich länger Erholung, als wenn ich wirklich diese festen Phasen mache. Bei mir ist es je nach Thema, also je mehr ich mich fokussieren muss, desto kürzer sind die Konzentrationsphasen. Und desto häufiger brauche ich eine kurze Pause von 2 bis 5 Minuten, sagen wir mal. Und wenn es halt eher so shallow work ist, also irgendwas eher oberflächlicheres, wo ich einfach nur was durchlese, dann geht es halt auch mit längeren Phasen, wie du es beschreibst, halt mit 50 Minuten zum Beispiel. Aber ich finde, das verhindert, dass man sich quasi ausbrennt, auch in dem Augenblick, weil man einfach gezwungen ist, dann doch mal eine Pause einzubauen und vielleicht mal auch eine Pause einzubauen, die produktiv ist. Also sagen wir mal, dass man wirklich sich erholt und nicht dann irgendwie am Handy vielleicht spielt, weil man weiß, man muss jetzt wieder zurück an die Arbeit, dann anschließend und macht nicht irgendwann Quatsch zwischendrin. Weil man am Handy erholt man sich halt einfach nicht so gut wie mit anderen Sachen. Jetzt hat es gerade wieder ein bisschen gehangen. Kannst du noch mal so Die letzten, okay. Also nochmal, ich habe das im Endeffekt so erlebt, dass wenn ich die Pausen strukturiert auch mache, genauso wie die Lernphasen, dass ich dann die Pausen eher produktiv nutze, um mich zu erholen, statt einfach irgendeinen Quatsch zu machen, weil ich weiß, dass ich wieder quasi an die Arbeit zurückgehen muss. Und wenn ich jetzt in der Pause einfach nur an meinem Handy spiele, dann erhole ich mich nicht so gut, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, wirklich mal vor die Tür mal kurz gehe und auf den Balkon oder sowas und einfach mal wirklich meinen Kopf entleere quasi zwischendrin. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen, weil man die Pausen halt auch bewusster wahrnimmt. Also das war ja auch so das Ding, was ich jetzt bei mir so, wo ich das Gefühl hatte, dass das der größte Pluspunkt bei mir ist beim Pomodoro-Lernen, dass ich so gemerkt habe, dass ich halt nicht richtig ohne so eine zeitliche Struktur nicht richtig weiß, wann Pause ist und wann nicht. Und ich dann zu oft theoretisch auch denke, jetzt kann ich mir mal eine Pause nehmen oder jetzt schreibe ich mal dem und dem oder so. Und dann weggehe und dann die Pause auch einfach viel zu lang wird. Also ich glaube, man ist dann halt bewusster in diesen Phasen auch. Und du weißt, du hast, keine Ahnung, eine 10 Minuten Pause vor dir und dann war es bei mir auch teilweise so, okay, ich weiß, wenn ich mich jetzt schnell anziehe, dann reicht das für eine Runde um Block gehen. So. Ja, Also.
Was ich vor allem finde, ist, man wird einfach deutlich fokussiert, einfach aus dem Grund, wenn du jedes Mal irgendwie zwischendrin mal aufs Handy schaust, dann fliegst du eigentlich aus dem, worauf du dich gerade fokussiert hast, raus und dann brauchst du eine gewisse Zeit wieder, um reinzukommen. Das ist auch der Grund, weshalb man eigentlich sagt, man soll lieber jeden Tag, sagen wir mal, eine Stunde lernen oder sich mit dem Thema beschäftigen, statt zweimal die Woche für 4 Stunden oder sowas oder für 6 Stunden zu probieren, weil es meistens darauf rausläuft, dass du jedes Mal dich in das Thema nochmal viel mehr einarbeiten musst, als wenn du jeden Tag quasi am Thema sehr nah dran bist, dann brauchst du ein viel kürzeres Intervall, um da wieder reinzukommen. Ja, ich find's schwierig, da zu sagen, so, okay, lernen jetzt jeden Tag nur eine Stunde und nicht vier oder so das in absoluten Aussagen quasi zu formulieren. Aber ja, man muss auf jeden Fall schauen, dass man da einen Weg findet, bei dem man selbst genug Aufmerksamkeit hat, um das Thema auch gut zu verarbeiten. Also, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, verstehe dich. Wie machst du das mit der Struktur vom Tag? Also machst du das quasi, dass du deinen Tag am Tag davor planst oder machst du es am Morgen oder wie strukturierst du das? Ich habe so eine grobe, generell eine grobe Wochenstruktur, sage ich mal. Also ich trainiere viermal die Woche und von daher weiß ich immer, zu welcher Zeit ich trainiere, und ich habe auch die Mahlzeiten eingeplant. Das heißt, ich weiß auch, wann ich esse. Und dann mache ich tatsächlich am Abend vorher die To-Do-Liste für den nächsten Tag. Also schaue halt, was ich am nächsten Tag quasi alles machen will. So, und da schreibe ich mir dann die Themen raus oder die, keine Ahnung, ich sage mir, okay, bei Anki das und das Thema bearbeiten, also quasi die Lernkarten dazu machen. Ja, also so ist das oft. Und oft ist es dann teilweise auch nur, okay, wenn ich die Anki-Karten geschrieben hatte, so, okay, heute ist es ein ganzer Tag Anki-Lernkarten durchgehen, weil ich da auch den Algorithmus sehr, ja, sehr, sehr gut finde einfach. Also ich finde, das funktioniert halt super, zumindest für mich jetzt. Also du kommst auch mit Anki richtig gut zurecht oder hast du noch andere Techniken, die du zum Beispiel, sagen wir mal so, für dass man für Biochemie zum Beispiel eine andere Lerntechnik nutzt als zum Beispiel für Anatomie oder sowas? Oder nutzt du es hauptsächlich? Wie meinst du eine andere Lerntechnik? Also Naja, also bei mir war das immer so, dass ich mir tatsächlich so Sachen wie Anatomie oder was weiß ich was, Physiologie eher besser in Bildern gemerkt habe. Das heißt, ich musste tatsächlich daran arbeiten, mir das Ganze vorzustellen und das irgendwie, ich konnte das nicht einfach nur auf Karteikarten lernen. Also für viele ist es so, dass sie sich Anatomie einfach reinklopfen. Das konnte ich eben nicht. Ich musste das wirklich mal ausprobieren. Ja, verstehe ich absolut, aber ich finde, es schließt sich auch nicht gegenseitig aus. Also bei mir ist es so, dass ich jetzt bei Anki sowohl bei Anatomie als auch bei Biochemie immer auch Geschichten eingebaut habe und probiert habe, da so Möglichkeiten zu finden, das irgendwie zu visualisieren, damit halt Sachen, wo man jetzt nicht so viele Verknüpfungspunkte hat und sagen kann, okay, das kann ich damit verbinden und damit verbinden, damit die eben auch hängen bleiben. Weil ich finde, bei den Sachen ist halt schwer, wenn du so Sachen, ja, wenn du nicht viel Hintergrund dazu hast und dir nicht denken kannst, okay, keine Ahnung, der Bizeps macht beim Bizeps-Curl das und das oder beim Klimmzug das und das, deswegen kann ich mir das jetzt irgendwie herleiten, wie da der Ansatz und Ursprung sein muss. Dann finde ich, werden solche Geschichten und Merkbilder und so Gedächtnispaläste wichtiger. Und also die habe ich halt auch bei Anki quasi mit in die Karten reingeschrieben, sodass Okay. ich quasi die Karten, wenn vorne eine Frage drauf stand, dann bin ich sowohl das faktische Wissen durchgegangen als auch den Gedächtnispalast, damit sich der Gedächtnispalast eben quasi nochmal verfestigt. Okay, ja, sehr cool. Eine Frage hätte ich noch, das ist ganz spannend vielleicht. Ich habe ja die Zeit erlebt, dass jetzt Amboss immer weiter ausgebaut wurde. Das heißt, für mich so die Frage, lernst du überhaupt noch mit Büchern oder lernst du eigentlich nur noch mit Amboss oder vielleicht mit irgendwelchen anderen Sachen? Ich habe jetzt auch dieses Semester sehr viel mit Via Medici gemacht, also mit der Lernplattform von Thieme. Okay. Fand ich mega gut. Also hat einfach super, super geholfen. Also ich habe da, das ist jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt keine Werbung oder so. Ich Yes. kann es ja kurz erzählen, wie das Ja, aufgebaut ist, klar. oder? Klar, gerne. Also ich habe dann halt da eingegeben, in welchem Semester ich mich befinde und auf welcher Uni ich bin.
Dementsprechend wusste dann diese Lernplattform auch sofort, welche Themen ich gerade mache. Und dann hast du halt links an der Seite immer so einen Abschnitt von den Themen. Das heißt, da steht dann Biochemie. Wenn du raufklickst, kommen Aminosäuren, Proteine und so weiter. Wenn du auf Aminosäuren klickst, dann kommt Struktur, Stoffwechsel oder ne, so quasi die Untergliederung. Das heißt, du kommst da bis in die kleinsten Gliederungsstufen rein. Und dann hast du halt auch die anderen Fächer, ne? Also medizinische Psychologie, Anatomie und so weiter. Und da konnte ich mich, also da, das fand ich mega cool, damit arbeiten zu können. Und sowohl die Inhalte dann, also dann standen die Inhalte textlich eben daneben, wie in einem Buch auch. Also das ist ja im Grunde genommen nicht unterschiedlich. Und daneben hatte man dann noch so ein, so rechts gab es noch so eine Leiste, wo du eben dann noch die Fragen zu dem Modul kreuzen konntest, also die IMPP-Fragen zu dem jeweiligen Modul, sagen wir jetzt Aminosäuren, Struktur, konntest du dann raufklicken und da noch die IMPP-Fragen kreuzen. Und das fand ich halt mega cool, wo ich das dann, also dann habe ich es auch teilweise da so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, bevor ich mir das durchlese, kreuze ich erst die IMPP-Fragen, damit ich ungefähr weiß, worauf ich mich einstellen kann, beziehungsweise Okay. was ich so am aktivsten aufnehmen sollte im Text und dann den Text gelesen. Ja, und da habe ich auch teilweise gemerkt, dass es motivationsmäßig auch hilft, zumindest mir jetzt, wenn ich die Fragen erst kreuze, weil man dann eher den Anreiz hat, wenn man eine Frage liest und gar keinen Plan hat, was da jetzt die richtige Antwortmöglichkeit sein könnte. Dann eben die richtige Antwort sich zu erarbeiten. Und dann reicht es oft halt nicht nur, wenn du die richtige Antwortmöglichkeit siehst, sondern dann kannst du dann auch auf so eine andere Seite gehen, wo dann die Antwortmöglichkeiten erklärt stehen. Und wenn du willst, kannst du dann wieder zurückgehen zum ursprünglichen Text. Also damit habe ich sehr viel gearbeitet jetzt auch. Fand ich super. Ist halt immer so die Sache. Also man muss halt wissen, wofür die Plattform, quasi, wofür man die benutzen will. Ne? Also das ist Via Medici, finde ich mega zum so neues Wissen generieren, beziehungsweise erstmal einen Überblick verschaffen und halt auch da die Themen quasi verstehen und sich alles durchlesen können. Aber das wirkliche Abspeichern für mich, das passiert dann eben auf Anki. Also wenn ich dann, ich nehme mir dann da die Sachen raus quasi und schreibe die dann bei Anki als Karteikarte rein. Das mache ich auch bei IMPP-Fragen, die jetzt schwerer sind und vielleicht jetzt nicht explizit so im normalen Lernstoff dran gewesen wären als gute Karte. Dann nehme ich nochmal eine IMPP-Karte und schreibe die mir Okay. irgendwie um, sodass ich sie als Anki-Karteikarte habe. Ja, also so mache ich das. Und Vorlesungen sind halt auch immer noch eine gute Quelle, wo man sich auch gute Karteikarten mitmachen kann. So, also mit dem Inhalt, der da kommuniziert wird. Kommt natürlich drauf an, aber. Inwieweit nutzt du jetzt die Vorlesungsfolien im Verhältnis zu dem, was zum Beispiel, dass du Via Medici nutzt? Also worauf Kommt greifst du mega mehr drauf zurück? an. Also ich habe jetzt bei Biochemie tatsächlich die Vorlesung sehr stark genutzt, weil die auch einfach echt super gut waren und sich der Dozent da super viel Mühe gegeben hat, was die Aufbereitung angeht. Aber im Vergleich dazu habe ich zum Beispiel die Vorlesung zur Psychologie gar nicht genutzt, weil die Vorlesungen halt einfach nicht so nice waren, wo ich dann gedacht habe, gut, erarbeitest du dir das lieber selbst im Lehrbuch? Und dann habe ich das halt da, also Lehrbuch Via Medici da gemacht. Und da konntest du dann halt auch mega gut von Modul zu Modul dich durcharbeiten. Okay. Und hast du in deinem Studium überhaupt jetzt bisher wirklich Bücher genutzt oder hast du eigentlich hauptsächlich mit Via Medici jetzt zum Beispiel gelernt? Ich habe Prometheus genutzt, in analoger Form, sage ich mal, Ja, also quasi ja, händisch. ja. Aber auch in digitaler Form. Ich muss sagen, irgendwie so normale Bücher, die nicht digital sind, stellen für mich dann auch eher so die schlechtere Variante dar, weil allein schon der Vorteil, dass du, wenn du Bücher als E-Books hast oder PDFs hast, einfach da drin suchen kannst nach Inhalten, die du gerade suchst, ist halt schon so ein richtiger Game Changer, sage ich mal. Also das spart dir definitiv viel Zeit als im Vergleich dazu, dass wenn du jetzt im Inhaltsverzeichnis nachgucken müsstest und schauen müsstest, wo ist das, und dann blätterst du da rein. Also von daher bin ich jetzt nicht wirklich so der Fan von analogen Büchern, sag ich mal.
Das ist vielleicht eine spannende Frage, weil Prometheus ist ja im Verhältnis zu anderen Atlanten, die versuchen ja mehr in die Richtung zu gehen, dass sie auch wirklich ein Layer-Atlas werden. Hat dir das gereicht oder hast du zusätzlich nochmal woanders die Infos geholt? Also hast du noch ein zusätzliches Kurzlehrbuch oder ein anderes Anatomiebuch benutzt? Ich hatte, also die duale Reihe habe ich noch genutzt teilweise. Ja, aber das war so also duale Reihe und Prometheus, das war schon so der Hauptpunkt. Okay, also die hat jetzt auch nicht nur Prometheus alleine gereicht, um da jetzt. Nee, würde ich nicht sagen. Also Okay. ich weiß nicht, vielleicht vom Stoff her so reicht es vielleicht schon, aber ich glaube, es erleichtert das Lernen, wenn man darüber hinaus auch noch in Lehrbüchern quasi so ein bisschen Basics in der Physiologie oder so nachlesen kann, um da so ein Okay. bisschen mehr Verknüpfung zu schaffen. Okay. Und jetzt noch eine Frage. Wird bei dir Via Medici, würde ich das über eine Lizenz der Uni zur Verfügung gestellt oder wie läuft das? Wir hatten jetzt eine Probelizenz Ja. und die ist jetzt ausgelaufen und jetzt schaut die Uni halt, wie beliebt das war bei den Studenten. Und also wir haben so eine Umfrage gemacht und je nachdem, wie beliebt das war, abhängig davon, behalten wir das dann oder nicht. Ich habe es mir aber auch schon, also ich habe mir jetzt auch schon ein Monatsabo selbst geholt, weil ich halt jetzt damit weiterlernen wollte, solange das noch nicht entschieden ist. Hast du einen Vergleich zu Amboss jetzt zum Beispiel? Weil ich kenne jetzt Via Medici überhaupt nicht. Ich kenne hauptsächlich Amboss und das ist ja sehr stark wie Wikipedia, muss man ehrlicherweise aufgebaut. Genau, also das ist halt auch so mein Hauptpunkt bei Amboss, dass wenn du bei Amboss bist, da kannst du halt super gut Sachen suchen, wenn du weißt, du willst jetzt irgendwie wissen, wie der Ureter liegt oder so. Und dann gibst du da Ureter ein und dann kommst du halt mega gut zum Ureter und kannst dir alles durchlesen, siehst alles, hast gute Bilder da. Also so funktioniert die Plattform sehr gut. Aber Via Medici ist halt schon, würde ich sagen, was ganz anderes. Zumindest so wie ich Amboss bis jetzt kennengelernt habe, würde ich nicht sagen, dass Amboss da diese Funktion auch deckt mit der guten Strukturierung in verschiedene Lernmodule und so, und dass man sich das da eben auch so stückweise durchlesen kann, wie ich das eben erklärt habe, ne? Also das fand ich halt Ja. mega cool bei Via Medici. Und ich glaube, da ist, wie du eben auch gesagt hast, Amboss eben mehr so Enzyklopädie und nicht irgendwie jetzt Lernwegweiser. Ja, ich habe jetzt auch das Gefühl, ehrlicherweise jetzt auch als Arzt retrospektiv, es ist für mich jetzt super, wenn ich weiß, wonach ich suche. Aber wenn Ja. ich halt einfach mich hinsetze und das durchlese, dann bin ich persönlich so, dass ich sage, dann nehme ich, also das war bei mir so, ich habe immer lieber ein Buch in die Hand genommen, weil ich habe irgendwie, der einzige Vorteil von Amboss war für mich damals, dass sie immer auf dem aktuellsten Stand waren. Deshalb habe ich es fürs Examen genutzt. Aber davor hat es für mich keinen wirklichen Vorteil gehabt, zu sagen, dass ich mich da in den Computer Ja. setze und daraus, weil eigentlich haben die jetzt, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, das sind jetzt 3 Jahre her oder sowas, keinen großen Vorteil genutzt, also mir gegeben. Kann ich voll verstehen. Also ich würde halt auch sagen, Via Medici ist halt auch, also von den Inhalten, es ist halt eigentlich, ein Teil davon ist auf jeden Fall das Buch. Nur du hast halt auch das Buch wesentlich besser aufbereitet, Ja. strukturiert und mit mehr Zusatzfeatures. Also haben den Umgang damit halt, glaube ich, sehr stark Ja. vereinfacht. Okay, wenn wir jetzt schon am Laptop sind oder am Computer, nutzt du irgendwelche Tools, also sowas, keine Ahnung. Pomodoro hast du ja schon erzählt, ne? Ich weiß nicht, ob du deine App für extra hast, aber gibt es Ich irgendwelche? gucke immer so Study with Me Videos. So. Okay, also quasi dasselbe, was du auch gefilmt hast. Ich hab ja auch ein paar abgedreht. Genau, du bist auch am Start mit den Study with Me Videos. Ich habe mir gedacht, Sehr gut. warum soll ich mich nicht, wenn es die Leute motiviert, warum soll ich mich nicht selber dabei filmen, während ich selber arbeite? Ja, Also von dem her. Ich eben, also. habe selber genutzt und deshalb finde ich es eigentlich ganz cool. Das auch Ja, mal nach das Deutschland. war auch mein Gedanke, ja. Aber ich nutze zum Beispiel nochmal zwei Programme. Einmal für mein Handy, das heißt Liberate, das im Endeffekt Apps sperrt, die mich beim Lernen stören oder beim Arbeiten stören. Und für den Mac nutze ich als Self-Control, das auch wirklich Homepages blocken kann. Ja, habe ich von gehört. Es gibt ja auch, Freedom gibt es, glaube ich, auch. Ich glaube, die macht es auch, also die sperrt auch Apps auf dem Handy. Hatte ich auch mal ein Test-Abo, aber ich muss aber sagen, ich habe es gar nicht genutzt.
Okay. Weiß nicht, ich bin da eher so, dass ich sage, okay, mein Handy kommt jetzt in Flugmodus für die nächsten 50 Minuten der Pomodoro-Einheit. Ich lege es da hinten auf mein Bett und dann in den 10 Minuten Pause kann ich ran. So, und dann mache ich es wieder in Flugmodus. Also du hast ja quasi schon die Disziplin so weit erarbeitet, dass du weißt quasi, wo der Fokus liegen muss. Ich glaube, das ist auch so ein Prozess. War das schon immer so? Also war das auch schon Schulzeiten immer so oder hat sich das jetzt erst entwickelt mit der Zeit? Dass du ganz klar einen Fokus halten kannst. Ich glaube, das ist Eine für gute ganz viele ein Frage. Riesenproblem. Ja. Boah, Schulzeit ist halt auch echt schwierig. Also da weiß ich nicht, gar nicht mal so stark, mich dran zurückzuerinnern. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Übermensch bin und nicht Ablenkungen kennen würde oder so. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt unbedingt auf die Überdiszipliniertheit von mir zurückführen kann und nicht mehr auf irgendwie einfach eine Gewohnheit, weil so hat sich das dann erschlossen. Ja, weiß ich nicht. Also abgelenkt war ich auf jeden Fall auch schon mal, aber das ist halt so der Weg, wie ich damit Hast gut du umgehen kann. irgendwelche Tipps, um das, ja, wenn man da Probleme mit hat, um das zu unterstützen? Oder fällt das dir eher leicht, an sich? Ich muss sagen, mir fällt es relativ leicht, mein Handy dann wegzulegen. Das hat vielleicht auch mit so einer gewissen Identitätsbasiertheit meiner Ziele zusammen, hängt damit zusammen quasi, mit so einem Identitätszusammenhang, dass ich halt denke, okay, ich will das jetzt lernen und ich habe in meiner Identität für mich festgemacht, dass ich Okay. da dann auch quasi strukturiert und fokussiert bin und mich nicht ablenken lasse und denke, okay, ich lege das jetzt mit dem Flugmodus aufs Bett so 50 Minuten und dann ist es halt so. Also weiß nicht, mache mir jetzt nicht so super viele Gedanken, aber vielleicht hat das ein bisschen was mit der Zielsetzung zu tun generell. Also ich weiß nicht, ob du Smart-Ziele kennst. Er sagt mir jetzt gerade nicht. Smart-Zielsetzung, spezifisch, Ach messbar. so, das meinst du. Ja, okay, ich dachte, das ist irgendwie ein Tool oder irgendwas halt. Okay, also Smart kenne ich Ja, ja also quasi. Ja, ich verstehe dich, ja. genau. Ja, und da habe ich halt damals, als ich für das Ernährungsprogramm mich quasi informiert habe mit Zielsetzung und Habitformung und so weiter, da habe ich dann noch ein I und ein H rangehängt für identitätsbasiert und herausfordernd, glaube ich, wenn das nicht schon drin war. Ja, ich glaube, herausfordernd war es. Ja, und das sind halt, dementsprechend würde ich so diese Smarty-Zielsetzung, nenne ich sie Okay. halt, würde ich das vielleicht irgendwie auf das I von dieser Smart-Zielsetzung zurückführen, aber Also schwer zu sagen. unterbewusst triffst du einfach für dich irgendwo schon die Entscheidung zwischen, dass du sagst, ob das, wenn ich jetzt auf mein Handy ständig schauen würde, ob das meine Ziele unterstützen würde langfristig oder nicht. Das ist ja ähnlich bei der Ernährung, dass man irgendwo bewusst auch manchmal sich entscheiden muss, also für oder gegen mehr Kalorien an einem Tag, wenn man sagt, also okay, mein Ziel ist eigentlich erreicht, ich sollte heute nicht mehr essen und dann hat man trotzdem irgendwie einen Donut da liegen, dann kann man sich ja auch bewusst oder manche Menschen machen es ja auch schon unterbewusst, weil es einfach über viele Jahre, die das gemacht haben, dass sie sagen, das unterstützt meine Ziele nicht, dem werde ich es einfach nicht essen. Was meinst du jetzt genau? Also, was war die Naja, Frage? also die Idee ist die, dass ich sage, ähnlich wie bei der Ernährung, dass man sich, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, sich bewusst oder bei Menschen, die halt sehr lange schon dabei sind, auch unterbewusst, immer wieder für oder dagegen entscheiden kann. Also für ein Habit, das das Ganze unterstützt oder gegen ein Habit, das das Ganze kaputt machen würde. Und genauso ist das halt beim Lernen, glaube ich, wenn du wirklich also dir ein festes Ziel gesetzt hast, wo du sagst, okay, ich will das lernen. Ich will Arzt werden, ich habe mir das Ziel gesetzt und ich will das unbedingt lernen. Dann ist es nicht, unterstützt es dann nicht den Prozess, an das Ziel zu kommen, wenn du ständig auf dein Handy schaust. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also das sehe ich auch so und da bin ich, glaube ich, auch sehr sehr rational in der Herangehensweise dann, also ja, Also meine also Erfahrung ist, dass man da halt einfach tatsächlich eine Zeit braucht, wo man sich das auch selber beibringt. Also wenn man halt erstmal sich zum ersten Mal ein Ziel gesetzt hat, dass man sich auch am Anfang eher häufiger wie bei der Ernährung bewusst mal daran erinnern muss, weshalb mache ich das Ganze eigentlich?
Und ist diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, sinnvoll oder nicht für mein Ziel? Und mit der Zeit, wenn man das über längere Zeit macht, bildet sich halt so eine Gewohnheit, wo man das einfach dann einfach automatisiert, also fast schon automatisch macht. Ich glaube, das kommt aber auch sehr auf die Einstellung gegenüber dem Ziel generell an. Also wenn ich jetzt mein Ziel als so riesengroße Bestrafung sehe und denke, ich finde das jetzt so super schlimm, zu lernen oder keine Ahnung, so mich so eine gewisse Ernährungsstruktur zu halten oder zu trainieren oder sonst was, dann macht man sich das Leben wahrscheinlich oder ist das Leben wahrscheinlich auch schwerer damit. Ja. Also aber Aber ich finde es generell, ich finde Lernen generell cool. Also ich finde es halt cool, die ja, Möglichkeit zu haben, verstehe ich, so ja. lernen zu können. Und ich finde es halt interessant. Und ja, also dementsprechend ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Einstellungsding, aber bei so Gewohnheitsfragen und so, da sind halt auch immer mehr Faktoren mit dabei, als zu sagen, okay, dann ist einfach weniger. So jetzt, wenn wir über Ja, Ernährung und das Übergewicht reden, ne? Das weißt klar. du auch, aber ja, aber von daher, das ist so meine Einstellung. Okay. Hast du irgendwelche, also sagen wir mal so, hast du dir aus irgendwelcher Literatur, sagen wir mal, Tipps fürs Lernen geholt oder irgendwelche Tipps für Produktivität und Co.? Also hast du irgendwelche Bücher gelesen, die du auch weiterempfehlen kannst? Weil das ist auch so ein Thema, was sehr häufig gefragt wird. Ich überlege gerade, habe ich Bücher gelesen dazu? Ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt nicht wirklich, warte. Nee, also Bücher zum Thema Lernen habe ich jetzt nicht gelesen, aber da gibt es ja super viel auf YouTube, ne? Also ich weiß, dass ich da auf jeden Fall sehr viel auf YouTube geguckt habe dazu. Ja, und auch teilweise auf PubMed ein bisschen unterwegs war, was das angeht, so also was Langzeitpotenzierung angeht und Spaced Repetition und solche Sachen. Also da findet man ja super viel auf YouTube. Aus einem YouTube-Video könnte ich jetzt die Empfehlung weitergeben, ohne es selbst Ja. gelesen zu haben oder so, Ja. dass Make It Sticks wohl ein gutes Video ist. Aber Okay. Make It Stick, aber ich weiß nicht, inwiefern das eine gute Empfehlung ist. Aber ja, ich habe da nichts zu gelesen. Ja, einfach auf YouTube Videos geguckt. Und rein jetzt zur Produktivität oder sowas, also du sagst jetzt zum Lernen nicht, aber zum Thema Produktivität, hast du dich damit beschäftigt oder ist das etwas, was dich, ja, was du eher von sich aus selber ausprobierst und dabei machst? Ich glaube mehr so von mir aus. Ich weiß, Okay. ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da irgendein Buch zu gelesen hätte. Ich überlege gerade. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts ein dazu, momentan so auf Anhieb. Also ich frage auch tatsächlich so ein bisschen, frage ich auch ein bisschen blöd gerade, aus dem Ja. Grund, dass ich einfach selber bei mir auch gemerkt habe, ich habe zwar tatsächlich so drei Bücher gelesen, die mir was gebracht haben. Aber meine Erfahrung ist, dass die Menschen, also viele Studenten, die mich anschreiben, die suchen sehr häufig nach irgendwelchen Speziallösungen, statt einfach mal zu machen. Die wollen halt quasi eine Abkürzung haben. Und häufig ist es einfach wirklich so, dass man sich einfach hinsetzen muss und einfach lernen muss. Das ist halt meine Erfahrung gewesen. Und ich habe das, Ja. du bist so ein Mensch, der macht halt einfach auch. So Also sehe ich ich würde meine sagen, Erfahrung. da ist eine gewisse Wahrheit dran, aber man darf eben auch nicht vernachlässigen, dass es schon Sinn machen kann, sich mit Lernmethoden oder so auseinanderzusetzen. Ja. Also das finde ich beispielsweise schon, wenn man, ich glaube auch, Lernen wäre jetzt bei mir nicht so effektiv gewesen, wenn ich jetzt nicht Anki gehabt hätte, sondern mir jeden Tag einfach die gleichen Seiten durchgelesen hab, hätte so. Das ist, weiß nicht, also da gibt es halt genug Belege für, dass das nicht so der effektivste Lernweg ist, wenn man sich jetzt die Sachen einfach achtmal durchliest und am besten noch gelb, rosa und blau markiert. So. Ja. Also von daher, in einem gewissen Maße gibt es da auf jeden Fall, denke ich, Verbesserungsmöglichkeiten oder Optimierungsmöglichkeiten, aber ich glaube, man muss dann auch wissen, so wann man alle YouTube-Videos geguckt hat, die man gucken kann zu dem Thema und einen groben Überblick darüber hat, was Ja. effektive Lernmethoden sein könnten und so und dann auch lernen kann. So. Genau, man muss sich, ich finde, man muss sich einfach bewusst sein, irgendwann bewusst werden, dass man halt Medizin studiert und eigentlich nicht studiert, wie man lernt. Das ist halt so der Punkt, dass wir,
Das sind das die Leute fragen, aber ich habe schon das Buch gelesen, ich habe schon ich glaub, 5 Bücher gelesen, kannst du noch eins empfehlen? Und weil es Ja. klappt immer noch nicht, ich so, Alter, setz dich mal hin und mach einfach mal endlich, weil du hast schon so Ja. viel gelesen und setz mal das um, was du in diesen Büchern gelesen hast, weil es wird nicht, irgendwann wird das nicht noch besser. Es gibt nicht Ja, das dieses, ist ja auch, den das ist Heiligen ja auch Gral dieses, gibt es nicht. ja, Paralysis by Analysis quasi. Genau, ja. Einfach ein Leben lang vorbereiten. Genau, das ist ja auch in der Ernährung und beim Training so, dass die Leute irgendwie bis aufs Letzte alles analysieren, statt einfach mal endlich mal Kreuzheben zu machen. Ja. Ja, hast du recht. So, MediHeroes, also ich glaube, wir würden jetzt auch an dieser Stelle Schluss machen. Wir haben uns gerade noch mal ganz gut tatsächlich beraten, ob es irgendwelche besonderen Tipps noch gibt. Aber ehrlicherweise würde ich sagen, wir haben ja sehr, sehr viel schon angeschnitten. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu bestimmten Themen habt, dass man sagt, okay, da sollte man irgendwie ganz genau drauf eingehen, dann schreibt ihr einfach unten drunter, dann können wir vielleicht im Verlauf nochmal ein Video machen. Vielleicht beantwortet der Dale auch mal die ein oder andere Frage unter dem Video und schaut unbedingt bei Dale auf dem Channel vorbei. Super spannend, was er macht. Ganz viel zum Thema Bewegungsapparat, weil ich hatte ja doch einige Follower, die sich dafür interessiert haben. Und bei Dale könnt ihr da ganz viel zu erfahren und zwar wirklich auf wissenschaftlicher Basis und nicht so ein Hokuspokus, wo man sagt, die Faszien sind verfilzt und deshalb davon kommen nur die Schmerzen. Und wenn wir ein bisschen quasi drüber rollen, dann ist alles vorbei und dann geht es einem super. Das funktioniert leider so nicht mit diesem simplistischen Leider Ansatz. nicht. Genau, sonst. Ja, sonst würden da so die, der ein oder andere würde sich dann vielleicht auch darauf einlassen, dass er mal eine Studie wirklich wissenschaftlich mal macht und nicht sagt, nee, das ist ganz einfach alles und alle Ärzte haben Unrecht und alle Wissenschaftler haben Unrecht, aber du musst einfach die Rolle nehmen, dann ist alles gut. Das heißt, der Dale macht da ganz zu ganz vielen Themen, auf jeden Fall im Bereich Ernährung, Sport, sehr coole Videos. Falls ihr Interesse habt, vielleicht könnt ihr für euch was mitnehmen. Und auch vielleicht dazu lernen, wie man wissenschaftlich auch arbeitet im Verlauf. Jo. Hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Nee, danke, dass ich da sein durfte. War ein nettes Gespräch auf jeden Fall. Ich hoffe, dass jemand da irgendwas draus ziehen konnte. Genau, ja, und Rest hast du ja schon gesagt. Jo. Danke. Okay, dann hat mich gefreut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.